die Erde. Der einzige bekannte Ort im Universum, an dem es Leben gibt. Warum? Was macht unseren Planeten so einzigartig? Die Antwort liegt tief verborgen in der Geschichte der Erde. Gehen wir auf eine Zeitreise. Wir sehen die ersten Menschen. Kontinente auf Kollisionskurs. Und furchterregende Dinosaurier. Wir tauchen ab zu den bizarren Lebensformen der Urmeere. Wir erzittern in der bitteren Kälte der Eiszeiten. Und wir werden aus dem All bombardiert. Wir reisen zurück bis zur Geburtsstunde unseres Planeten, um die unglaubliche Geschichte der Erde mitzuerleben und herauszufinden, warum wir hier sind. Unsere Reise beginnt vor fast 5 Milliarden Jahren. Aber etwas stimmt hier nicht. Von unserem schönen blauen Planeten ist nichts zu sehen. Da ist bloß ein neugeborener Stern, eingehüllt in eine Staubwolke. Unsere Sonne. Wir sind zu früh da. Die Erde gibt es noch gar nicht. Der Zeitraffer zeigt, wie die Schwerkraft den Staub zu kleinen Gesteinswolken formt. Kann es wirklich sein, dass ein komplexes Gebilde wie ein Planet nur aus Sternenstaub, Gas und Gesteinsbrocken entsteht? Die Schwerkraft zieht die Weltraumtrümmer immer weiter zusammen. Es dauert Millionen Jahre, bis sich daraus die Erde formt. Einer von mindestens 100 Planeten, die die Sonne umkreisen. Vor 4,5 Milliarden Jahren ist die Erde mehr Hölle als Heimat. An der Oberfläche ist es 1200 Grad heiß. Statt Atemluft wabern nur Kohlendioxid, Stickstoff und Dampf. Menschen könnten dieses heiße, giftige Gemisch nicht atmen. Sie würden in Sekundenschnelle verbrennen. Der neugeborene Planet ist ein Ball aus kochendem Gestein. Festen Boden gibt es nicht. Nur einen endlosen Lava-Ozean. Ein anderer junger Planet namens Theia rast geradewegs auf uns zu. Er ist so groß wie der Mars und mit fast 15 Kilometern in der Sekunde unterwegs. 20 Mal schneller als eine Gewehrkugel. Theias Schwerkraft zerrt an der Erde.
Nach dem Zusammenprall rast eine Druckwelle um den Planeten. Billionen Tonnen Materie werden ins All geschleudert. So die gängige wissenschaftliche Hypothese. Aber im Laufe von nur 1000 Jahren vollbringt die Schwerkraft Wunder. Sie verwandelt die Trümmer in einen Ring aus rotem, heißem Gestein rund um die Erde. Langsam formt sich aus diesem Ring eine Kugel mit mehr als 3000 Kilometern Durchmesser. Direkt vor unseren Augen entsteht hier der Mond. Er ist noch ganz nah, nur 22.000 Kilometer von der Erde entfernt. Heute sind es ungefähr 400.000 Kilometer. Die Erde beginnt sich abzukühlen. Die Tage sind kurz auf dem jungen Planeten. Die Sonne geht auf und nach 3 Stunden schon wieder unter. Die Kollision mit Theia hat der Erde einen gewaltigen Schubs gegeben. Sie dreht sich so schnell, dass ein Tag nur 6 Stunden dauert. Die Erde verändert sich, aber nur sehr langsam. Um mehr über die Entwicklung unseres Planeten zu erfahren, springen wir ein paar Millionen Jahre vorwärts in der Zeit. Ein Meteoritenhagel. Vor 3,9 Milliarden Jahren wird die Erde aus dem All regelrecht bombardiert. Es sind Trümmer, die bei der Entstehung des Sonnensystems übrig geblieben sind, und Kometen vom Rand des Sonnensystems. Wenn man ins Innere der Meteoriten blickt, findet man seltsame Kristalle. Sie sehen aus wie Salzkörner aus unserer Küche. Und im Innern der Kristalle gibt es winzige Wassertröpfchen. Offenbar enthielten diese kosmischen Geschosse die entscheidende Zutat für die Entstehung von Leben auf der Erde. Jeder Meteorit trägt nur geringe Wassermengen in sich. Aber das Bombardement aus dem All dauert hunderte Millionen Jahre. Nach und nach füllen sich Becken mit Wasser auf der inzwischen festen Oberfläche. Der Kern der Erde bleibt flüssig, aber ihre Oberfläche hat sich genug abgekühlt, um eine Kruste zu bilden. Dies wird einmal unser Trinkwasser sein. Jeder Schluck, jede Pfütze, jeder einzelne Tropfen Wasser im Ozean ist Milliarden Jahre alt. Und hat sehr wahrscheinlich Millionen von Kilometern im Innern eines Meteoriten oder Kometen zurückgelegt.
Die Erde kommt uns jetzt schon vertrauter vor. Trotzdem ist sie immer noch ein gefährlicher Ort. Über die Oberfläche der jungen Erde fegen gewaltige Orkane. Diese Megastürme ziehen ihre Kraft aus der schnellen Erdrotation. Weil der Mond der Erde noch so nah ist, wirkt auch seine Anziehungskraft viel stärker. Sie erzeugt gewaltige Gezeitenwellen, die über den Planeten rollen. Mit der Zeit driftet der Mond aber weiter von der Erde weg. Der Urozean beruhigt sich und der Planet dreht sich langsamer. Wir reisen weiter durch die Zeit. Die Erde ist jetzt 700 Millionen Jahre alt. Lebensspendendes Wasser bedeckt ihre Oberfläche. Aber da ist noch etwas anderes. Winzige Inseln, die scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht sind. Da, plötzlich. Geschmolzenes Gestein bricht durch die Erdkruste und steigt im Ozean empor. Die Lava kühlt ab und bildet eine Vulkaninsel. So sind diese Inseln entstanden. Nach und nach werden sie sich aneinanderfügen und die ersten Kontinente bilden. Auf der jungen Erde gibt es jetzt Wasser und Land. Langsam sieht sie wirklich aus wie unser Heimatplanet. Die Uratmosphäre ist allerdings immer noch giftig und es herrscht glühende Hitze. Nichts könnte hier überleben. Meteoriten. Schon seit der Entstehung der Erde regnen sie vom Himmel. Die Häufigkeit der Einschläge nimmt aber vor 3,8 Milliarden Jahren dramatisch zu. Irgendetwas hat ihre Flugbahn gestört. Sie haben schon Wasser auf die Erde gebracht. Aber womöglich hatten sie noch mehr im Gepäck. Die Meteoriten transportieren auch Kohlenstoffverbindungen und Proteinbausteine, nämlich Aminosäuren. Aus dem All stürzen sie direkt bis auf den Meeresgrund. Dort zerfallen sie und ihre kostbare Fracht wird freigesetzt. Es ist dunkel. Sonnenstrahlen reichen nicht weiter als 300 Meter in die Tiefe. Eine kalte, leblose Weite, völlig steril. Plötzlich tauchen seltsame Gebilde auf. Sieht aus wie eine Stadt aus Unterwasserschornsteinen. Aus ihnen quillt aber kein Rauch, sondern heiße Flüssigkeit. Meerwasser, das durch Risse in die Erdkruste gesickert ist. Dort hat es sich erhitzt und mit Mineralien und Gasen angereichert. Die Mischung wird zurück in den Ozean gespuckt und bildet diese Schlote. Gibt man die Meteoriten mit Bringsel aus dem All dazu, bekommt man eine chemische Suppe, die es in sich hat. Niemand weiß, wie und wann es genau passiert ist. Aber die Chemikalien in der Ursuppe
haben miteinander reagiert und Leben geschaffen. Jetzt ist das Wasser voller Mikroorganismen. Diese einzelligen Bakterien sind die frühesten Lebensformen auf der Erde. Ein entscheidender Moment in der Geschichte unseres Planeten. Das Leben beginnt. Erst nur mikroskopisch klein. Viele Millionen Jahre lang passiert weiter nichts. Die Evolution hängt in der Warteschleife. Die Einzeller bleiben lange die einzigen Lebewesen. Um komplexere Lebensformen zu sehen, müssen wir einen weiteren Sprung nach vorn machen. In die Zeit vor 3,5 Milliarden Jahren und in flacheres Wasser. Diese Gebilde sehen wie Steine aus oder wie überdimensionierte Unterwasserpilze. Sie scheinen aus dem Meeresboden zu wachsen. Jedes dieser Gebilde ist eine Kolonie von lebenden Bakterien, ein sogenannter Stromatolith. Diese Bakterien verwandeln Sonnenlicht in Nahrung. Nicht durch Zauberei, sondern durch Photosynthese. Mit Hilfe der Sonnenenergie produzieren die Bakterien aus Kohlendioxid und Wasser Glucose. Einen einfachen Zucker, ähnlich unserem Haushaltszucker. Bei der Photosynthese fällt aber auch ein kostbares Nebenprodukt an. Ein Gas, genannt Sauerstoff. Nach und nach reichern die Stromatolithen den Ozean mit Sauerstoff an. Der Sauerstoff reagiert mit Spuren von Eisen im Wasser. Rost entsteht, der auf den Meeresboden absinkt und dort eisenhaltige Ablagerungen bildet. Die werden wir eines Tages nutzen, um Brücken, Schiffe und Wolkenkratzer zu bauen. Der Sauerstoff steigt auch durch die Wasseroberfläche auf und verändert die Atmosphäre. Die Stromatolithen produzieren ein entscheidendes Element für das Leben auf der Erde. Ohne sie gäbe es praktisch kein höher entwickeltes Leben. Jeden Atemzug, den wir machen, verdanken wir diesen uralten Bakterienkolonien. Während der nächsten 2 Milliarden Jahre steigt der Sauerstoffgehalt weiter an. Die Erde dreht sich langsamer und die Tage werden länger. Sie dauern jetzt bereits 16 Stunden. Die Entwicklung der Erde dauert sehr lange. 3 Milliarden Jahre sind seit ihrer Geburt vergangen. Und jetzt, 1,5 Milliarden Jahre vor unserer Zeit, gibt es immer noch kein entwickeltes Leben. Keine Pflanzen oder Dinosaurier, von Menschen ganz zu schweigen. Aber die Erde hat anderen Planeten etwas voraus. Sie hat die Kraft, sich ständig zu verändern. Unser Planet vor 1,5 Milliarden Jahren. Eine wunderschöne Kugel, voller vulkanischer Inseln. Heimat für primitive Lebensformen.
Über einen Zeitraum von vielen Millionen Jahren sieht man, wie sich die Inseln verschieben. Unter dem Ozean zerbricht die Erdkruste in große Platten. Eine gewaltige Kraft steckt dahinter, die ihren Ursprung im Erdkern hat. Hier ist es heißer als auf der Oberfläche der Sonne. Die enorme Hitze setzt das flüssige Gestein in Bewegung. Nach oben, zur Kruste. Diese sogenannten Konvektionsströme ziehen und stoßen die Erdplatten und bewegen so auch die Landmassen. Millionen Jahre rasen vorbei. Unser Planet verändert sich ständig. Er erscheint geradezu lebendig. Über 400 Millionen Jahre entsteht ein neuer, riesiger Kontinent. Rodinia. In den seichten Gewässern um Rodinia sind die Stromatolithen schon seit mehr als 2 Milliarden Jahren fleißig bei der Arbeit und pumpen Sauerstoff in die Atmosphäre. Die Temperatur liegt bei 30 Grad Celsius. Und die Tage sind jetzt 18 Stunden lang. Aber trotzdem sieht es hier eher aus wie auf dem Mars und nicht wie auf unserer Erde. Um Leben zu finden, müssen wir einen weiteren Zeitsprung nach vorne machen. Der US-Bundesstaat Washington vor 750 Millionen Jahren. Die Kraft aus dem Innern des Planeten zerreißt die Kruste. Hitze aus dem glühenden Erdkern bahnt sich ihren Weg. Die Kruste wird gedehnt. Zentimeter um Zentimeter, Jahr für Jahr, wird der riesige Kontinent langsam in zwei Hälften geteilt. Wie aktiv die Erde hier ist, zeigen auch unzählige Vulkanausbrüche. Sie pumpen massenhaft Kohlendioxid in die Atmosphäre. Überall ist Rauch und Gas. Das Kohlendioxid mischt sich mit Wasser zu saurem Regen. Das Gestein saugt den sauren Regen auf und damit auch das Kohlendioxid. Und das Auseinanderbrechen des Kontinents brachte sehr viel Gestein zum Vorschein. Es absorbiert den Großteil des Kohlendioxids aus der Atmosphäre. Das Gas wird im Erdgestein eingelagert. Folge? In der Atmosphäre gibt es nicht mehr genug CO2, um die Sonnenwärme auf der Erde zu halten. Innerhalb von nur ein paar tausend Jahren fällt die Temperatur vermutlich auf minus 50 Grad. Eine
Eine öde Eiswüste. So sah der Süden Australiens aus, vor 650 Millionen Jahren. Es ist ein Phänomen, das Wissenschaftler die Schneeballerde nennen. Sie vermuten, dass es die längste und kälteste Eiszeit der Erdgeschichte war. Der Eispanzer ist kilometerdick. Unaufhaltsam breitet sich das Eis aus. Und je mehr Eis da ist, desto mehr Sonnenlicht reflektiert es und kann sich so noch weiter ausbreiten. Und es gibt noch eine zweite Eisschicht. Sie ist genauso dick. Von den Polen her breiten sich die zwei Eiskappen aus. Immer weiter, bis sie schließlich am Äquator aufeinandertreffen. Jetzt bedeckt eine bis zu 3 Kilometer dicke Eisschicht den ganzen Planeten. Erst war unsere Erde ein glühend heißer Feuerball, jetzt ist sie in Eis und Schnee erstarrt. Fast das gesamte Licht der Sonne und damit auch ihre Wärme werden wieder ins All reflektiert. Es sieht so aus, als ob nichts unseren Planeten mehr retten könnte. Nicht einmal die Kraft der Sonne. Vor 635 Millionen Jahren sieht die Erde aus wie ein riesiger Schneeball. Das Eis bedeckt den ganzen Planeten, 15 Millionen Jahre lang. Was hatte schließlich die Kraft, die Erde aus dem Kälteschlaf aufzuwecken? Und kommt die Rettung nicht zu spät für das Leben auf der Erde? Kann irgendetwas unter diesem Eispanzer überlebt haben? Die Oberfläche ist gefroren, aber der Kern ist immer noch heißer als die Sonnenoberfläche. Die ganze lange Eiszeit hindurch gab es immer wieder Vulkanausbrüche. Aber weder die glühende Lava noch die Wucht der Eruptionen konnten dem Eispanzer wirklich etwas anhaben. Die Vulkane stoßen aber auch Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus. Und die Mineralien, die vor der großen Eiszeit das meiste CO2 aufgenommen hatten, sind jetzt vom Eis eingeschlossen. Nichts kann mehr das Gas absorbieren. Deswegen reichert es sich in der Atmosphäre an. Wie eine Decke speichert das Gas die Sonnenwärme auf dem Planeten. Die Temperaturen steigen jetzt und nach 15 Millionen Jahren beginnt das Eis endlich zu schmelzen. Wissenschaftler vermuten, dass das Gewicht des kilometerdicken Eispanzers die Erdkruste heruntergedrückt hat. Jetzt, da das Eis schmilzt, bricht die Kruste auf. Durch Risse im Boden schießt immer mehr Magma aus dem Erdinnern. Diese Vulkane setzen noch mehr Kohlendioxid frei. Die Temperatur steigt weiter. Der Schmelzprozess kommt jetzt so richtig in Schwung. Das macht sich auch in der Atmosphäre bemerkbar. Durch eine Reihe von chemischen Reaktionen hat das Eis Sauerstoffverbindungen gebildet.
Während der Schneeballphase entstand unter den ultravioletten Strahlen der Sonne im Eis eine sauerstoffreiche Chemikalie, Wasserstoffperoxid. Derselbe Stoff, mit dem wir unsere Haare bleichen. Jetzt schmilzt das Eis und das Wasserstoffperoxid zerfällt. Riesige Mengen Sauerstoff werden dabei freigesetzt. Die Erde erwacht aus ihrem Kälteschlaf und sieht vollkommen anders aus. Die Erde vor 600 Millionen Jahren. Das Klima ist wärmer. Es fühlt sich an wie ein Sommertag. Und die Tage sind jetzt ungefähr 22 Stunden lang. Auch Wasser gibt es genug. Die Bedingungen für Leben sind perfekt. Bevor der Planet zum Schneeball wurde, bevölkerten primitive Bakterien die Ozeane. Aber waren sie auch zäh genug, um diese Eiszeit zu überleben? Immerhin soll sie 75 Mal länger gedauert haben als die Geschichte des modernen Menschen. Wie ist es um das Leben nach Millionen Jahren Frost bestellt? Die Antwort finden wir im Ozean. Zumindest einige Bakterien haben der Kälte getrotzt und überlebt. In diesem sauerstoffreichen Ozean vor 540 Millionen Jahren entwickeln sie sich prächtig. Überall gibt es jetzt auch Pflanzen und noch etwas anderes. Es sieht aus wie eine Art gepanzerte Schnecke. Sie heißt Vivaxia und gehört einer neuen Generation komplexer Vielzeller an. Wir befinden uns im Kambrium, einem der dynamischsten Erdzeitalter. Das Leben entwickelt sich jetzt mit noch nie dagewesener Wucht. Die sogenannte kambrische Explosion bringt eine Fülle neuer Kreaturen hervor. Durch den gestiegenen Sauerstoffgehalt werden sie immer größer. Manche entwickeln schon grätenartige Skelette. Es gibt Würmer, Schwämme und diese seltsamen Krabbler. Trilobiten. Entfernte Verwandte von Insekten, Hummern und Skorpionen. Das Leben im Ozean blüht auf. Die Vielfalt reicht von Mikroben bis hin zu einem Monster wie diesem hier. Sein Name Anomalocaris. Ein wirbelloses Ungetüm von rund 60 cm Länge. Es hat riesige Augen, eine kreisförmige Mundöffnung und ausladende Flossen. Alles, was ein Anomalocaris tun muss, ist zupacken.
Der Trilobit hat keine Chance. Sein weicher Unterbauch ist dem Jäger schutzlos ausgeliefert. Hier schwimmen Pikaja vorbei. Sie sind gerade mal 5 cm lang. Aber sie gelten als die ersten Tiere, die eine Art Wirbelsäule hatten. Eine sogenannte Chorda. Diese einfache Struktur wird sich über Millionen Jahre weiterentwickeln. Bis hin zu der Wirbelsäule, die uns Menschen aufrecht stehen lässt. Wir sind in den Ozean hinabgetaucht und glaubten dort leblose Leere zu finden. Stattdessen haben wir eine Welt voller Vielfalt gesehen. Trilobiten, die nach Nahrung suchen und Monster, die sie jagen. Und manche Lebewesen nehmen Formen an, die wir bis heute finden. Im Wasser tummeln sich bereits zehntausende Pflanzen- und Tierarten. Das Leben scheint auf dem Vormarsch zu sein, durch nichts aufzuhalten. Aber wie sieht es an Land aus? Vor 460 Millionen Jahren bringt die Bewegung der Erdplatten einen neuen Kontinent zum Vorschein. Gondwana. Die Luft hier ist rund 30 Grad warm und hat einen ähnlichen Sauerstoffgehalt wie heute. Eigentlich müssten hier Pflanzen sprießen und Lebewesen über die Erde kriechen. Aber Fehlanzeige. Hier wachsen nur ein paar Algen. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Die Sonne. Ihre tödliche Strahlung trifft ungefiltert auf die Erdoberfläche. Komplexe Lebensformen wie im Ozean haben hier keine Chance. In 50 Kilometer Höhe dringen die Strahlen in die Erdatmosphäre. Dort ist ein wichtiger Prozess im Gang. Durch die Energie der Sonnenstrahlen entsteht aus Sauerstoff Ozon. Wie ein Schutzmantel legt es sich um den Planeten. Die Ozonschicht absorbiert den tödlichen Teil der Sonnenstrahlung. Im Laufe von 120 Millionen Jahren wird die Ozonschicht dicker und hält immer mehr Strahlung von der Erde fern. Ohne diese Schicht wäre Leben an Land nicht möglich. Aber unter ihrem Schutz beginnt das Leben hier aufzublühen. Diese kleinen grünen Flecken sind Moose. Die ersten Landpflanzen. Und sie produzieren noch mehr Sauerstoff. Der O2-Gehalt der Luft schnellt in die Höhe. Vor 375 Millionen Jahren sind die Pflanzen an Land noch weitgehend unter sich. Tierisches Leben beschränkt sich hauptsächlich auf das Wasser. Hier bewegt sich etwas. Es schwimmt.
Ein seltsamer Fisch, der Tiktaalik. Er hat einen muskulösen Hals. Damit kann er sich aufrichten. Seine Flossen benutzt er als Beine. Für kurze Zeit kann er damit das Wasser verlassen. An Land wartet ein noch unerschlossenes Futterparadies. Einer der wichtigsten Wendepunkte der Erdgeschichte. Innerhalb von 15 Millionen Jahren entstehen die Tetrapoden, Vierfüßer mit stabileren Gliedmaßen. Sie verbringen mehr Zeit an Land als der Tiktaalik, bis sie schließlich dann vor 360 Millionen Jahren an Land richtig heimisch werden. Aus diesen Lebewesen gehen alle Landwirbeltiere hervor. Dinosaurier, Vögel, Säugetiere und schließlich wir Menschen. Überall wachsen Moose und Farne, manche 30 Meter hoch. Aber was hier durch die Luft fliegt, ist eine echte Sensation. Ein Samen, getragen vom Wind. Bislang haben sich Pflanzen nur mit Hilfe von Sporen fortgepflanzt. Dieser Samen hat alles dabei, was er braucht, um zu einer neuen Pflanze zu werden. Der Keimling hat Nahrung und genug Wasser an Bord. So ein Samen kann Monate oder sogar Jahre lang ohne Wasser auskommen. So verbreitet sich das Leben über den ganzen Planeten. Und all die neuen Bäume und Pflanzen produzieren noch mehr Sauerstoff. Auch für uns gäbe es schon genug Luft zum Atmen. Wir könnten jetzt hier leben. Bis hierhin war es ein langer Weg. Von einem Haufen glühenden Gesteins und Sternenstaubs zu einem blaugrünen Planeten, der vor Leben nur so strotzt. Menschen sind noch lang nicht in Sicht. Dafür gibt es aber Fische, Pflanzen und das hier. Eine Libelle. So groß wie ein Falke. Dieses riesige Fluginsekt heißt Meganeura. Einige ihrer Beine haben sich zu Flügeln weiterentwickelt. Damit kann die Libelle ein viel größeres Gebiet bejagen. Ein Vorteil im Überlebenskampf. Am Boden krabbeln Tausendfüßer, Spinnen und anderes Getier. Diese Gliederfüßer waren unter den ersten Lebewesen, die an Land gingen. Es gibt sie schon seit mehreren hundert Millionen Jahren. Sie sehen fast genau wie die Kreaturen aus, die heute auf der Erde kreuchen und fleuchen. Mit einem wirklich riesigen Unterschied. Wie Meganeura sind auch sie echte Monster. Sehen Sie gleich in Die Erde. Ein Planet entsteht.
Eine globale Katastrophe löscht fast alles Leben auf der Erde aus. Auf dem verwundeten Planeten bricht das Zeitalter der Reptilien an. Dinosaurier beherrschen die Erde mehr als 160 Millionen Jahre lang. Was macht schließlich den Weg frei für die Säugetiere und damit auch für uns Menschen?